Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum weiteren Video zu unserem Let's Play der CHL mit den Fishtown Penguins. Die Reise geht weiter und wir treffen auswärts auf die TBS Turku. Und ja, wir sind in Finnland unterwegs, wie ihr gerade gesehen habt. Urbas, 2 Punkte gemacht und ein Tor, ein Assist, passt. Wir gehen aber direkt ins Spiel rein. Franz hat auch einen sehr geilen Job gemacht. Natürlich haben wir das Spiel leider verloren. 5-2, das erste Spiel gegen Prag. Und wir schauen einfach mal weiter, wie es weitergeht. Denn wir wollen gucken, wie uns das hier alles weiterbringt. Und Eis wird auf Eisaufbereitung. Sehr geil gemacht. Ganz ehrlich, sehr, sehr geil gemacht. Und ja. Wir schauen uns das jetzt mal an hier. New York Rangers. Das ist schon geil gemacht mit den Grafiken. Das ist einfach so. So, weiter geht's hier in der Hockey League. In Helsinki sind wir. Schon nice gemacht. So, CHL. So, Radian Oberst, die Topscorer an. The Penguins take possession here on the opening draw and we are underway. And they'll go the other way with it. And he regains control of the puck. Back at the point, they set it up. That pass doesn't go. So, wollen wir weiter. Enters the offensive zone from the left. Slides the puck over. Mir will ich direkt Abzug. Ein Schuss, ein Tor. Sehr geil gemacht, tatsächlich. Richtig nice. Sehr schön. Zack. Perfekt. So kann es weitergehen. Sehr nice. Sehr, sehr. Und wieder zum Bulli. Wieder gewonnen. Nice speed at center moves up ahead now. And no luck on that pass attempt. Ja, tatsächlich haben wir beide Spiele in Real Life gegen die Finnen gewonnen. Und da auch das erste Spiel. Wir haben natürlich Maxwell drin, aber da sah Maxwell wirklich, wirklich schlecht aus. Lots of hockey left to be played in this period. Tor gemacht. We are all tied up in this one. Und wir gehen weiter. Machen weiter. They take possession. Es ist recht spannend und aber Maxwell verliert. He's got to work hard to find the puck from all the bodies right in front of him. Aber wenn das so weitergeht mit den Toren, dann könnte es ein torreiches Spiel werden. Aber wir sind das Spiel nicht. TBS ist on the attack. Intercepted the pass. Versuchen wir hier auch weiterzumachen. Aber da war McGinn doch schneller als die Finn. Aber er kann die Chance nutzen, um ein Tor zu machen. So, weiter geht's hier im Spiel zwischen dem Bremerhaven, Fischbuch-Pinguins-Bremerhaven und Togo. TBS. Mensch. Sprachfehler auch am Start. You can feel the energy in this crowd. It's a tie game. Es läuft. Es ist handles the puck. Spiel. From the opposite point. Receives the pass. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, dass wir weiterkommen. Achtelfinale, natürlich. CHL angeht ausgeschieden, aber sie haben eine starke Leistung gebracht, tatsächlich. Kann man nicht anders sagen. Ich finde, sie haben wirklich richtig gute Leistung gebracht. Und auch Franstrap in der CHL richtig stark gespielt.
takes the feed. And now it's over to Friesen. And he sends it across to McGinn. Picked off. Ah, der war jetzt nicht so top gespielt, der war wieder ein bisschen besser. Pass back to the point. So, Top 3 auf dem Eis. Riverhaven's got the puck along the wall. Jetzt nochmal Friesen. Looking to make something happen along the boards. Auf Village, aber das war leider zu TPS has got the puck in the defensive end. Das ist natürlich zweite Torwärterin von Village. Bremerhaven's got control of it now from their own end. Village. On the attack along the boards. Jetzt auf Urbach, aber Urbach kann ich umsetzen. Gains control of the puck here on the blue line. And things starting to ramp up a little bit now on the ice with that play. Ja, that's da a smart heads up defensive play by Hakkarainen. Sent into the offensive zone. Riverhaven's gained possession along the boards. Geklärt, dass man sagen kann, and that doesn't exactly go tape to tape. Hätte was werden können. Takes the feed. There's another for the hit parade. Tatsächlich. Grabs the puck here inside the offensive end. Quick pass to Urbis. And that's a great defensive heads up to force the turnover. Clear on opportunity. Error pass and they can't connect. The Penguins gain possession. Mit einem leichten Body Shape. From along the walls, they're gaining momentum. Sends it across the ice. And they cough it up at center. So, wieder an. Was ist hier los? Great defensive effort with the stick. Jetzt Ross Mullen. The Penguins move to the offensive zone. Der ging knapp dran geworden. Tatsächlich. The Penguins play the puck from the back of the net. No. Can't connect. Works it across to Korpakoski. Das ist ein Tor. From the left side they gain the zone. Stays with it. Jetzt Korpakoski's been tripped up and we got a penalty coming up here. Here's the chance to take advantage with the delayed penalty. They've got the extra attacker on the ice. Play is stopped and here's the official call. Oh, tight game like this, you just want to limit the damage so you can get to the intermission. Turku sending their power play unit out for the first time tonight. Interessant hier das Spiel. Da ist das Spiel zu. There's the buzzer. Fans seem to enjoy that first 20 minutes. We'll get to the second period right after both teams get a chance to catch their breath. Stick around. So, wir gehen direkt weiter ins nächste Drittel, spielen direkt weiter und suchen All right, I think hier my partner in crime, Ray Ferraro, is rested and refreshed along with the teams. We're ready to get things underway. Yeah. The Penguins, penalty killers get off to a good start, winning possession here. Takes it to the net, denies them. Sometimes you make a good shot, you just get beaten by the goaltender. I'd say that's one that you put in that category. Spieler geworden. With possession along the wall. Moves it quickly over to Deitz. Schießt auch regelmäßig seine Tore. Steps inside the line. Trying to engage a little physicality here. It's a chance on the rush. 2-on-1. Now that's a great heads up in the defensive zone to force the turnover. Freezing. Scheibe raus. Quick pass across to Steenbergen. Immer noch. Slides it across. Mit am Start. Stopped by the goaltender. He's going to go back to the bench and want to look at that one again. He had enough time to really make a good shot. I don't think he quite got it where he wanted to. Steed. Through center along the wing. Kann sich weiter behaupten. Here's a chance right in front. Ja, da jetzt and the defenders nicht come up with the puck. Man kann fast nicht richtig ausspielen. Takes the feed from the wing. Den Hafen aber somit auch wieder komplett überkommen. Top Scorer. He looks a little banged up here, James, but he's still trying to gut out this ship. Oh, das war wieder stark gemacht. Und jetzt geht's. Oha. Turku's got it across the line. Kann stören. The Penguins get a hold of the puck in their own end. Quick feed to Urbis. Moves the puck along the half wall. Can't connect on the pass. Ah, war gut gedacht. Keeps hold of the puck. Aber
Village konnte da nichts mehr machen. Er wurde dazu sehr gestört. Und auf Urbas. Urbas durch. Urbas kann sich tatsächlich wieder aufrappeln und kann gut mitlaufen und mithalten. Aber jetzt Mike Moore. Abseits. So, weiter geht's hier im Spiel des Fischkampfkönigin und zwischen dem Finnen für die Kugel. So, jetzt können wir uns hier gut durchsetzen. Oh, da war gut. Time. Und da ist das Tor für Kinder. Kinder macht das Tor. Nino, Kinder. Das ist Tor der CRL. Neuer Spieler der Fischkampfkönigin. Und macht das zweite Tor für die Bremerhavener. Was ein Spiel. Tatsächlich sehr geil. Jetzt kommen die Tore, die im ersten Spiel nicht gekommen sind. Die klappen jetzt, diese zwei Spiele. Da kann man sich nicht beschweren. Das war die vierte Reihe tatsächlich, die hier die Tore gemacht hat. Gerade. Wall. Versucht sich hier weiter durchzusetzen, aber kann nicht durchkommen. Und wieder der Schuss auf Maxwell. Aber Maxwell kann gut parieren. Jetzt will hier von die Finn ja aber vorgehen. Maxwell gibt ab. Jetzt gibt's doch nicht. Die stören jetzt hier jede Minute. Jedes Ding wird gestört hier. And that pass can't connect. And ja, hier gibt es leider natürlich die Dings nicht. Komm, raus mit dir, raus mit dir. Bremerhaven's in now. And a stick breaks that up. Hangs onto the puck. Can't keep a hold of it. Schön gestört. Von Eminger. Und da wieder der Schuss. Geht aber vorbei. Und da wieder der Schuss am Pfosten. TPS is starting to generate some better chances. Here this shot hits the goalpost, but James, it doesn't bounce for them. Wird Bremerhaven mit der Torführung ins nächste Drittel gehen. Die können gut verteidigen, tatsächlich. Und wieder der Schuss daneben. Und das hätte wieder eine Chance werden können. Aber das wird pariert. Und da nochmal das Tor zum 2:1. Warum stand da jetzt keine 2? Das war wohl ein grafischer Fehler. Wir gucken uns mal ganz kurz an. 15 Schüsse, 1 Schuss, 6 Schüsse, 2 Tore. Und ganz gut Bodychecks. Ja, sind die anderen mehr. Passwege sind die anderen auch mehr. Offensive sind wir mehr. Bullies haben die 1 mehr, 2 Minuten. Die haben kein Powerplay-Tor, von daher passt das. Wir gehen weiter ins nächste Drittel, ins letzte Drittel und versuchen hier ein Tor zu machen, um das Spiel weiter zu verteidigen. Und das Spiel natürlich auch zu gewinnen. So, Jeglitsch. Kein Bulli drin. Für uns ist aber das Spiel auch nicht gewinnen. Da ist der Auslass. Ja, das ist der Jetzt geht's weiter. Bulli gewinnt. Verdammte Scheiße hier. Jeglitsch. Hey James, we gotta get another look at that. He's pretty rattled here. Looks like he took a pretty big hit. Jeglitsch ist verletzt. Ja, verletzt.
muss von Spiel runter. Ja, das wird natürlich eine harte Nummer. Friesen's one possession. Takes the pass. Turku's got a hold of the puck. Slides it diagonally to Rotorua. Now a quick pass to Steenbergen. Zwischen den Fischen. Turku's got it along the wall. And they can't convert the play. Ui. And he makes the save. Friesen jetzt in die erste Reihe reingerutscht. Now he takes it over the line. And they can't connect. Moves it to Steenbergen. Here's a short pass to Rotowall. Easy peasy right there by Maxwell. And as he opts to freeze the puck, we get a whistle. Starting to look like a little bit of a fire drill in the zone, so this is a good play. So, River Havens won the draw. Quick pass to Hurwitz. Into the attacking end. Here's a shot. Spectacular stop by the hätte goaltender. Deine Chance How hang on to that? Als he makes the goal stop right from the slot. That's a dangerous chance. Still lots of time left in the period. Grafiken, we got a tie game. Finde ich echt nice. Also echt geile Idee gehabt, tatsächlich. And with the two centers tangled up, the winger skates away with it. Pass right in front. And that's das hätte mal Moment werden können. TPS is moving it up the ice. So. Turku's got it along the wall. Shut down by the blocker. There's the whistle as the puck goes out of play. It's Bully in der Zone. River Havens a skater short. Their player who was injured earlier will not be back tonight. Thanks very much for the update, Ray. And as the puck is dropped, they win the draw here inside the defensive zone. So, weiter geht's hier. River Havens got it along the wall. Can't find his man. Der war gar nicht mal so schlecht gedacht. And the puck departs the zone. Grabbed along the board by Moore. Right out front. And that one's broken up. Grabs the puck in the defensive zone. Wieder versuchen festzusetzen hier, aber es klappt nicht so ganz. Nice so, pass. Nur jetzt renn mal, du alter Mann. Here he is. Score! Da geht Hugo, das erste Mal in Führung tatsächlich. Heieieiei. Turku's coaches look pretty active on the bench there, right? What do you hear? Well, they're happy that they've got the lead, but they want to make sure that nobody sits back to defend. At center ice now, he grabs the puck. Gets the full use of his stick on the poke check. Skips on it. Moves it ahead from off the wall. Scooped up by McGinn. Einfach mal schießen. Oh, and that's got the crowd buzzing after that stop. TPS has got it in their own zone. He almost lost it for a second there, but regains control of the puck. And he slides it quickly to Rotowall. Here's a shot. Denied by the glove as the puck hops along. This is the most fun time of a hockey game. When every play is so important, the game is tight, everything is on the line, and your decisions and execution is what's going to make the difference. So, weiter geht's hier im Spiel. Nice dish from the left wing. Und slides the puck over. Gets the glove on it. Bremerhaven's got it in their own zone. The Penguins carry it along the wall. Glove saved by the goalie. Excellent chance. They worked the puck into position, and it's a scoring chance. Diese einzelnen Durchläufe, die sind auch nicht mehr das, was sie neu waren. Getting into the later stages of this period. Beide neu. TBS has got the momentum with a one-goal lead. They'd love to add to that. So, die Reihe, die schon mal ein Tor geschossen hat, ist auf dem Eis. TBS is looking to break out. Nino Kinder. Turku's moving it into the offensive end. Can't get it to go. Reisenecker. The Penguins playing along the boards. Nein. Intercepted. Turku's read the play just perfectly tonight. It's like they have the book of the way the game is going to be played. Every time there's a moment of space that's available, they seem to shut it off. Bremerhaven's got a hold of it along the wall. The Penguins take it along the wall. On the doorstep. Da ist das nächste Tor. Wieder die Reihe um Nino Kinder. Jetzt ist es Philipp Reisenecker.
die Reihe, die Weißen, die zu spielen hat, um Tore zu machen. Guckt euch das an. Super gespielt, pass über, zack, boah, einfach schießen. War gut ausgespielt, tatsächlich. Aber der Torhüter hätte auch den Schläger reinhalten können. So, so erste Reihe. Gewesen spielt in der ersten Reihe, kriegt halt noch mehr Eiszeit. Dadurch jetzt. Moves it quickly over to Steenbergen. Oh, how did that stay out? What a toe stop on the play. Village. Bremerhaven's got it against the board. Geschossen. Right up front. Can't connect. Quick feed to Steenbergen. TPS is across the blue line. And a stick in the lane deflects that one away. Komm, renn. They've got the defense outnumbered. Oh nein. Rotowald's got it through center. Takes it to the front. And now it's caught by Hakkarainen. And he's einfach nur die Scheibe geschmissen. Reason. Schöner Check. Picked up along the wall by Rotowald. Good luck. Not a good result though. Now they can't cash in if they can't get it on the net. Really good play to set up the chance. But nothing for it. And that's broken up. Das sieht nach Verlängerung aus, tatsächlich. Das gibt es tatsächlich das erste Mal eine Verlängerung in dem Spiel. 60 Minuten have been played and we are still tied. Let's go to overtime and we'll do that next here on EA Sports. Krass. Krass. Ich gehe direkt rein. Ich will es hinter mir bringen, tatsächlich. Geht's und Freezen. Let's go. Overtime has begun. Ray, I know you love these moments. Sends it over. And a game on a stick. And he keeps it alive. What a stop. Ganz im Ernst. Wir machen jetzt ganz was Neues. Wir nehmen jetzt nochmal ganz kurz. Können wir eine Auszeit nehmen? Tatsächlich. Wir nehmen die Auszeit. And the coach calls for a huddle with a timeout here. What sort of message do you send here? Well, the first thing is try to get everybody organized and rested. And then whatever play you've designed, you want to make sure everyone knows where they're supposed to be. The Penguins take possession off the faceoff. Bremerhaven's in transition. Handles the puck. Receives the pass. Cuts to the paint. A chance to win it. Oh, we are still tied. What a stop. Lass mich die Scheibe einfach liegen. Takes the puck into the corner of the offensive end. That's blocked by Maxwell. And the goaltender grabs that one for a whistle to try to slow things down here. Officials getting ready to drop the puck to get play back underway. Ey, das ist vor Spannung gar nicht mehr zu erklären hier. Friesen's won it off the faceoff. So geht's jetzt. Zeig mal, was du kannst. Läuferisch bist du ja eine 1. Takes the feed. Chance to win it. And he missed the net. We'll play on. Bisschen nachgedacht. After being on the receiving end of that hit, James, no surprise. He's heading slowly to the bench. Nein, der nächste Spieler verletzt. Das gibt es doch nicht. Here he is in close. Picked up by Steenbergen. Maintains possession. Moves into the slot. Looking to end it. The Penguins move the puck in the defensive zone. They've got numbers. Makes his presence known on the ice. He might have a step here. Flips it across. Stones him on the breakaway. So Gaski. Through the neutral zone, moving the puck along the side. In under 60 seconds to go here. Tatsächlich. Bang on passes center of the neutral zone. Almost lost the puck, but hangs on here as play continues. Makes the save as he gets a piece of it with the glove. Move to the middle. He scores! There it is! Mann! OT winner! Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht in Overtime.
Oh, they really pushed after it after nothing settled in regulation. They get the winner here. Was willst du da machen, ne? Alleine vom Torhüter und dann. Da kannst du nicht viel machen. And the tournament rolls on for Ray Ferraro. My name is James Sabalski. We'll see you for the next game. Ja, Freunde, wir schauen mal eben schnell weiter hier. Ja. Gehen wir direkt ins Menü rein. Schauen wir uns an, was hier abläuft. Schauen uns das Meme hier an. Eis wird aufbereitet, ja. Reihe manuell bearbeiten. Oh nein, auch noch zwei Spieler. Die aktuelle Reihe. Und auch der hier. Weise oder Weise. So, jetzt muss ich hier wirklich umbauen. Du gehst da hin, du bleibst da. Du gehst ruhig hier mit rein. Und dann fehlt hier ein Verteidiger für. Oh. Crooks Guard fehlt auch noch. Ja, Freunde, ihr wisst, was passiert ist. Es fehlt ein Spieler. Aber mit diesem Bild lasse ich euch alleine. Und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo Hockey. Ciao.